Für eine bewusstlose Person ist die stabile Seitenlage eine gute Lagerung. In diesem Film zeigen wir eine Variante, die Variante Schweiz. Den Arm auf der Seite vom Helfer etwa im 90 Grad Winkel gestreckt anlegen. Den anderen Arm über den Brustkorb legen. Die Hosensäcke werden kontrolliert und geleert. Jetzt das Bein, das weiter weg ist, anwinkeln und so kann man den Patienten gut auf die Seite drehen. Den Kopf so positionieren, dass er leicht überstreckt ist und dass die Mundöffnungen gegen oben schauen. Wir zeigen noch eine andere Variante. Am Anfang auch den Arm positionieren und die Hosensäcke kontrollieren und leeren. Jetzt wird die Hand vom Patienten auf sein angewinkelte Knie gelegt. Durch den entstandenen Hebel braucht der Helfer noch weniger Kraft, um den Patienten auf die Seite zu drehen. Auch wieder den Kopf richtig positionieren und die Atmung überprüfen. Machen wir eine kleine Zusammenfassung. Die Hosensäcke der Patienten kontrollieren und leeren. Wenn der Patient auf der Seite liegt, das Bein einhängen, durch das bekommt er mehr Stabilität. Den Kopf so positionieren, dass die Atemwege off sind und eventuelle Flüssigkeiten können rauslaufen können. Und noch der Tipp aus der Praxis. Die Variante, wo man die Hand vom Patienten auf sein Knie legen, hat sich recht bewährt. Einerseits ist es beim Drehen ein kleiner Kraftaufwand und der Rücken vom Patienten ist recht stabil.